Ja, und herzlich willkommen zurück, liebe Raketenbauer und Raketenbauerinnen, zu meinem Let's Play Kerbal Space Program. Und wir machen natürlich weiter an dieser Stelle. Wir hatten ja letzte Folge das Space Shuttle erfolgreich nach oben geschickt und unsere Kerbals und Kerbalinen abgeholt. Und wir werden jetzt erstmal, ja, ein bisschen was testen. Wir gucken vorher nochmal hier rein und ich habe nämlich herausgefunden, dieses Splashdown into Oceans of Eve, das verfällt nicht. Das nehmen wir mal definitiv schon an, auch wenn wir das jetzt nicht als nächstes machen werden, aber so haben wir das dann als aktiven Auftrag und hier ist die Deadline never. Das heißt, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Und ja, das werden wir dann irgendwann bestimmt nochmal machen. Ansonsten gibt es, glaube ich, hier erstmal nichts weiter Interessantes für uns. Denke ich zumindest. Ja, okay. Nein, das werden wir alles ja, später vielleicht mal machen. Für heute habe ich uns erstmal was anderes ausgesucht. Und zwar haben wir erstmal Forschungspunkte, die wir ausgeben können. Und wir haben auch Forschungspunkte in unserer Weltraumstation Sunrise. Die werden wir mal noch eben übertragen. Dass wir, ja, ich glaube, um die 500 kriegen wir jetzt nochmal. Ich habe ja wieder viel getestet, viel gemacht in der Zwischenzeit seit der letzten Folge. Und hier sieht man, wie sich die Forschungspunkte aufbauen. Aber ihr habt natürlich nichts verpasst. Moment, Transmit Science. Ihr habt natürlich nichts verpasst, denn ich lade ja dann, ihr wisst es ja, immer den alten Spielstand. Also da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, fangen wir auch sozusagen jetzt wieder an. Und alle Tests mache ich sozusagen wirklich so, dass es nicht das Let's Play beeinflusst. So, wir übertragen hier erstmal fröhlich die Daten und ja, der Plan eigentlich für die heutige Folge ist erstmal ja eine Art Ressourcenfinder zu testen, dass ich mal sehen kann, wie das funktioniert. Denn ich habe zwar ein bisschen probiert, aber diesen Ressourcenfinder selber habe ich noch nicht ja, getestet. Ich habe nur getestet, wie das mit dem Abbau von Ressourcen ist, also von Erzen vor allem und so weiter und so fort, dass wir das langfristig dann auch ja machen können. Denn sowas ist ja ganz wichtig für die Missionen, die weiter weg sind, also gerade für die bemannten Missionen, dass man vielleicht irgendwie eine Möglichkeit hat, wieder aufzutanken. Und ja, es wird eine spannende Geschichte werden, wie wir das schaffen, ob wir das schaffen und so weiter und so fort. Den Ressourcenfinder werden wir erstmal in der Nähe des Mondes, also vom Moon auf jeden Fall testen. Der müsste allerdings auch genug Treibstoff haben, dass wir notfalls auch nochmal nach Minmus weiterfliegen können und theoretisch ganz notfalls sogar noch viel weiterfliegen. Also der hat ja einen Haufen Treibstoff, ist atombetrieben, also mit einem Atomantrieb und ja, sollte sozusagen kein Problem darstellen. So, jetzt haben wir gleich unsere Forschungspunkte hier raus. Die werden wir natürlich dann auch gleich erstmal verteilen gehen. Und so, 94% haben wir schon, 96% und ja, jetzt ist es gleich durch. Wunderbar. So, jetzt kriegen wir gleich, glaube ich, 499 Forschungspunkte gut geschrieben. Und hier, genau, ist alles aufgebraucht. Wunderbar. Wir können hier gleichzeitig nochmal reinschauen. 139 Forschungspakete können wir nochmal theoretisch reinhauen. 139, haben wir denn irgendwas in der Art? 80 klingt ja schon mal ganz gut. Kommt, wir machen mal hier die 84. Genau, Prozess. So, dann haben wir bei 84 404 und oder eigentlich 45. 445. Das heißt, wir haben noch, genau, wir haben noch 55 offen. Können wir die denn noch verteilen? Ja, da sind genau 56. Einer zu viel sozusagen. Schade. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Genau. Ja, okay. Dann beim nächsten Mal. Wir kippen die ganzen Daten natürlich. Die wollen wir noch nicht übermitteln. Da wollen wir ja noch unseren Nutzen draus ziehen. Und dann wechseln wir mal zurück zum Space Center. So. Und hier gucken wir uns dann gleich erstmal die Forschungsabteilung an, was wir uns da schickes Neues holen können. Zwei Sachen stehen definitiv schon fest, die wir uns holen. Und das ist zum einen der hier, der Science Tech, dass wir das Surface Scanning Modul bekommen. Und zum anderen, worauf es diese Folge ankommt, den Survey Scanner. Den brauchen wir definitiv. Vorausschauen können wir uns das hier eigentlich auch schon mal mitholen. Da haben wir dann nämlich später die Möglichkeit, Ressourcen, also Erze in ja, Liquid Fuel oder Oxidizer oder Monopropellant oder was auch immer alles zu verwandeln. Also es ist eine ganz spannende Geschichte hier. Dann natürlich den Mining Excavator oder Excavator, wie auch immer der gesprochen wird.
Damit können wir natürlich die Erze aus den Monden oder auch Planeten generell herausbohren, filtern, wie auch immer. Und die werden dann gespeichert in den Holding-Tanks. Und ja, deswegen, wir holen das auch gleich schon mal mit, auch wenn wir es diese Folge wahrscheinlich noch nicht brauchen werden. Das holen wir uns schon mal. So, da haben wir noch 677 Forschungspunkte über und ich überlege gerade, was wir noch uns leisten. Eigentlich könnten wir hier eigentlich die Sachen schon mal, ja, langsam ausfüllen, zu Ende bringen, wie auch immer. Ich tendiere dazu, hier unten erstmal anzufangen. Ja, dann nehmen wir das hier erstmal dazu. Jetzt haben wir noch 517. Okay, für das könnte es sogar auch noch reichen. Okay. Ist eigentlich auch ganz nett. Aber ich will eigentlich das hier erstmal, wie gesagt, fertig bringen. Hier kriegen wir nämlich auch noch dieses Advanced Reaction Wheel. Das ist, ja, wenn ihr dort auf den Pitch guckt, hier gleich links unter dem Mauszeiger, 30. Das ist der Hammer. So ein Teil brauchen wir eigentlich. Das habe ich schon ewig vermisst bei unseren größeren Raketen. So, das hatten wir auch. Und ich glaube, hier die Grubbing Unit holen wir uns auch noch. Da haben wir die Forschungspunkte dafür. Und dann machen wir das hier auch noch dicht. Kommt, da haben wir jetzt hier den ganzen Bereich soweit abgeforscht. Und auch wenn wir das hier, glaube ich, nicht so richtig brauchen werden. Obwohl diese Separatons, die sind eigentlich nochmal ganz interessant. Aber hatten wir bisher noch keine Probleme, dass wir die brauchen. Ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn wir ja diese Riesen, na, ich zeig's euch gleich mal. Diese riesen Booster-Tanks hier verwenden und die dann vielleicht manchmal ungünstig abgesprengt werden. Hier, diese Booster-Tanks, dann kann man da die Separatons ranhauen, dass die in dem Moment, wenn die abgesprengt werden, eine kleine kurzzeitige Beschleunigung geben. Könnte man dann so zum Beispiel machen. Dann wird der Tank hier abgesprengt und dieser kleine Booster-Tank zündet nochmal und dann wird der Tank halt von der Rakete weggezogen. Dafür ist das ganz praktisch. So, aber das haben wir jetzt nicht vor. Im Gegenteil, wir wollen jetzt eigentlich eine Rakete, die ich schon gebaut habe, erstmal laden. Und das ist der Space One Moon Orefinder. Den holen wir uns mal. Das Grundprinzip, die Start-Stage ist quasi eigentlich die gleiche, die wir ganz, ganz früher schon verwendet hatten, um ja Richtung Moon und Minmus zu kommen. Die habe ich eins zu eins übernommen. Der obere Teil sieht jetzt ein bisschen anders aus, wenn auch Ähnlichkeiten da sind. Das ist jetzt hier ein Atomantrieb, ja, mit natürlich nur Liquid Fuel Tanks, wo jetzt kein Oxidizer dabei ist, den brauchen wir ja nicht. Und ganz wichtig, hier oben drauf, der Survey Scanner. Damit werden wir den Moon gleich mal abscannen, abtasten. Und ja, wenn wir dort nicht richtig fündig werden, dann natürlich auch Minmus. Der Treibstoff sollte auf jeden Fall reichen. Hier drin ist eigentlich nichts Besonderes, keine großartigen Geräte oder so. Hier sind einfach nur ja, Mesh-Shap drin und die zwei Teile von Engineer. So, da können wir das Ganze schließen. Batterien haben wir dabei, zwei große Solar-Kollektoren sind dabei. Und auch ganz wichtig für den Scanner, dass wir ja eine Funkverbindung haben. Deswegen habe ich auch natürlich zwei Antennen hier angebaut. Zwei einfach nur der Symmetrie halber. So, da können wir das Teil schon ja, Richtung Moon schießen. Ich guck gerade nochmal hier, habe ich glaube ich alles jetzt soweit richtig eingestellt. Genau, sieht gut aus. Erst die und dann die. Genau. So, da safen wir das Ganze trotzdem nochmal und ab geht's dafür. So, und da wir diese Raketenstufe eigentlich schon kennen, tendiere ich dazu, euch das in einem Schnelldurchlauf zu zeigen, zumindest bis wir im Orbit umkurbeln sind. Den Rest können wir dann gemeinsam machen.
So, und da sind wir natürlich im Orbit um Kerbin und ja, da werden wir uns mal auf dem Weg zum Mond machen. Und dazu verwenden wir jetzt gleich mal hier den Manöverplaner und werden mal sagen, zum einen Moment, erstmal den Mond markieren. So, set as target. Und dann sagen wir, okay, wo haben wir es? Hohmann Transfer to Target und Create Node und Execute. So. Die gesamte Raketenstufe oder das, ja, die Sonde ist es ja in dem Fall mit dem Survey Scanner, ist eigentlich dahingehend schon mal ganz wichtig, dass wir das hier testen. Da diese Sonde auch relativ weit beschleunigen kann. Sie hat jetzt noch 5.326 Delta V zur Verfügung und damit könnten wir sozusagen auch problemlos nach Duna oder Eve fliegen und so eine Sonde sozusagen dort um einen ihrer Monde stationieren. Also die Delta V sollte dafür auf jeden Fall ausreichen. Ja, und deswegen ist das ganz praktisch in der Form, denn dann müssen wir diese Teile nicht separat nochmal mitschleppen, sondern können das einfach per Sonde im Vorfeld schon mal abklären und können natürlich auch so darüber gucken, ob sich denn ein Flug dorthin überhaupt lohnt, ob wir dort überhaupt die entsprechenden Ressourcen bekommen würden und falls ja, wo, da können wir das alles schon im Vorfeld planen. Ja. Deswegen dachte ich mir, so eine kleine Stufe oder Sonde für genau diesen Zweck ist vielleicht ganz praktisch. Zumal ich jetzt sowieso auch überlegt habe durch die vielen Tests, also ich habe versucht zu gucken, wie wir denn am günstigsten zum einen nach Jol kommen, wie das treibstoffmäßig funktionieren könnte und so weiter und so fort. Habe versucht, eine neue mobile Raumstation zu bauen, die aber in keinem Fall so funktioniert hat, dass es zufriedenstellend wäre. Und deswegen, ja, bin ich am Überlegen, wie wir das am günstigsten bewerkstelligen, dass wir nach Jol kommen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen länger jetzt gebraucht für die Aufnahme. Ja, so dass es jetzt zwei Teile, glaube ich, kein Kerbal Space Programm Folge gab, aber jetzt kommt wieder eine Folge auf jeden Fall und wir sind hier noch fleißig halt am Testen und ich finde auf jeden Fall noch einen Weg und sei es, dass wir das halt notfalls ja ein bisschen separieren müssen, aber das kriegen wir hin. Nächster Schritt wäre natürlich, wenn wir jetzt diesen Scanner im Orbit vom Moon haben, dass wir dann erstmal testen mit einer weiteren Rakete, dass wir ja, Erze vom Moon oder von Minmus, je nachdem welcher jetzt geeigneter ist, dass wir Erze halt von dort abbauen und vielleicht in unsere mobile Raumstation ja, verlagern, besser gesagt, diese darüber dann auch auffüllen werden. Und ja, das hatte ich schon mal getestet mit den Ärzten, die abzubauen, mit dem Survey Scanner nicht. Also ich bin dann halt irgendwo gelandet und habe dann versucht, dort Bohrungen vorzunehmen. Ging halt allerdings nur sehr mühselig, weil wirklich nur ganz, 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 ganz wenig Erz dort rausgekommen ist. Und deswegen schicke ich ja, mit euch gemeinsam erstmal diesen Survey Scanner los, dass wir gemeinsam erstmal gucken können, ja, wo würde sich denn eine Landung lohnen? Ich hoffe, der scannt auch nach Erzen. Also ich hoffe, wir kriegen da einen Anhaltspunkt über den. Das wäre natürlich wirklich praktisch. Okay, wir müssen ja die Stufe zünden. Moment. So. Und ja, das ist halt sozusagen der weitere Plan erstmal. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt sozusagen. Ihr kennt das ja, also man muss halt Missionen vorbereiten und dazu zählt halt auch sowas dazu, dass man halt ja, weiß, wie man seine mobile Raumstation nachtanken kann. Wir können unsere Spirit of Kerbin theoretisch auch dafür nutzen, um halt nach Jol zu kommen. Wir werden allerdings, so denke ich es jetzt zumindest, Zwischenstopps machen müssen bei anderen Planeten, zum Beispiel bei Duna. Also Duna würde auf dem Weg irgendwo liegen. Und ja, das heißt, also es steht noch nicht so. Es wird nicht in einer, wie sagt man, es wird nicht in einem Flug passieren können, dass wir von Kerbin direkt nach Jol kommen. Jedenfalls nicht mit der mobilen Raumstation. Dazu hat die zu wenig Delta-V-Beschleunigung. Das Problem ist natürlich, wenn wir dann aber diesen ja, Scanner zum einen mitnehmen und diesen Erz-Konverter mitnehmen, diese ganzen Erztanks mitnehmen, wird unsere Raumstation noch viel weniger Delta-V zur Verfügung haben, als sie es ohnehin schon hat. Und deswegen überlege ich noch, wie wir das am günstigsten machen. Also notfalls schicken wir den Erz Scanner mit Sammler, Konverter und allem drum und dran separat nach Jol und lassen die Raumstation alleine dorthin fliegen.
Ja, so richtig weiß ich es noch nicht. Da bin ich noch am Überlegen, halt, was die günstigste, effektivste Art und Weise und Möglichkeit ist. Wenn ihr da natürlich Ideen dazu habt, immer raus damit. Ich lese die Kommentare alle durch und ja, freue mich auch, dass die letzte Folge im Übrigen gut angekommen ist. Sehr viele positive Daumen gab es und da habe ich mich wirklich ganz, ganz doll drüber gefreut. Und ja, ich hoffe natürlich weiterhin gute Qualität für euch hier abliefern zu können. Dass euch die Folgen natürlich auch gefallen, dass ihr da ein bisschen was davon mitnehmen könnt. Für euer eigenes Spielen vielleicht auch. Oder ja, einfach nur zum Gucken natürlich und genießen. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Mund und hauen hier mal die Zeitbeschleunigung rein. So. Und dann kommen wir gleich dort an und werden natürlich erstmal einen Orbit einnehmen. Und ich hoffe, dass das dann auch der richtige Orbit ist, weil ich habe irgendwie schon mal mitbekommen, dass der Survey-Scanner, zumindest bei Kerbin, ja, einen ganz bestimmten Orbit voraussetzt. Und da müssen wir mal gucken. Notfalls müssen wir den halt anpassen. Das sollte aber kein Problem sein. So, da hätten wir das schon mal. Und dann beschleunigen wir mal. Moment. Dreh dich. So, da müssen wir, glaube ich, weg von. Wo haben wir denn? Genau, wir müssen weg von Kerbin beschleunigen jetzt. Moment, da richten wir die Rakete mal kurz aus, dass wir mit der Endstufe, also mit dem Antrieb, Richtung Kerbin zeigen. Denn dann können wir den Orbit, die Apoapsis, glaube ich, ist es, ja, erhöhen. So, nach der Ausrichten, das ist in Ordnung. Und jetzt kurze Beschleunigung bitte. Und dann müsste hier nämlich die Apoapsis rauskommen. Wunderbar. So, und da sind wir auf 50, 70. Okay, das reicht. Da können wir ein bisschen durchbeschleunigen. Ich mache mal kurz Quick Save und so, da beschleunigen wir erstmal bis hierhin. Werden dann nochmal dementsprechend abbremsen und ja, dann haben wir erstmal einen konstanten Orbit, hoffe ich. Und dann gucken wir mal, wie sich der Survey-Scanner schlagen wird, ob wir damit irgendwelche Daten rausfiltern können oder nicht. So, erstmal richten wir die Rakete wieder dementsprechend aus auf die Gegenbeschleunigungsgerade und dann heißt es gleich vollen Schub geben und erstmal ordentlich abbremsen. So, das hätten wir. Und dann Schub rein und los geht's. Na, bleib ruhig so ausgerichtet, nicht nach oben weggehen. So, da verkürzt sich die, aber besser gesagt, verlängert sich die Escape-Zeit natürlich und wird sich gleich schließen, dass wir im Orbit gefangen sind. So, und da gehen wir auch nochmal ein ganzes Stückchen hier nach unten. Muss jetzt, glaube ich, nicht zu sehr sein. Vielleicht, naja, Moment, wir werden das nochmal ein bisschen genauer anpassen. Beschleunigen doch mal nochmal bis hierher. Warp hier. So, und dann, dass wir ja einen möglichst konstanten Orbit einnehmen. So, wunderbar. Und dann hier nochmal beschleunigen, dass wir das nochmal leicht verkürzen, den Orbit. Und jetzt ist es eigentlich schon fast perfekt. Jawohl. So, es muss ja nicht ganz rund sein. So, ist in Ordnung. Okay. Und jetzt testen wir schon mal direkt diesen Survey-Scanner, ob wir damit was anfangen können. Deploy-Scanner. Jawohl, da öffnet sich das Riesenteil. Und dann Perform Orbital Surveys. Okay, es funktioniert. Und jetzt schickt er schon irgendwelche Daten los, während er das macht. Okay. 80, 85, 90 und 100%. Dann, okay. Und was macht das jetzt? Ist okay. Okay. Jetzt ist der Moon rot. Oder lila. Ja, lila. Okay, und was sagt uns das jetzt aus? Oh, 2,68% im Durchschnitt. 3,58%. Ist wahrscheinlich jetzt über dem Biom, oder war das jetzt, weil ich jetzt hier nochmal drauf geklickt habe? Okay, hier passiert nichts weiter. Overlay. Okay, da kann man was ein- und ausschalten. Inverse Heat Map Green, also eine Hitzekarte. Okay, also hier scheint es ziemlich kalt zu sein. Und da ein bisschen wärmer, okay. Aber es nützt uns jetzt nichts, was die Ores angeht. Das ist zwar ganz interessant zu wissen, wo es auf dem Mond warm und wo es kalt ist. Aber
Im Grunde genommen, das nutzt uns jetzt, was die Ores angeht, nicht. Hier scheint es besonders warm zu sein. Aha. Okay. Kriegen wir denn da, oder haben wir dadurch Forschungspunkte bekommen? Nein, ne? Okay. Ist wirklich nur einfach so. Mich würde interessieren, was das hier bedeutet. Ore 3,58% Average. Also im Durchschnitt 3,58% Ore. Das ist schon klar. Aber jetzt für dieses Biom Midlands, wir werden mal die Zeitbeschleunigung reinmachen und warten, bis wir über ein anderes Biom sind. Okay, immer noch Midlands, aber jetzt müsste gleich ein neues Biom kommen. Genau. So, wie ist es denn jetzt? Wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, 3,58%. Jetzt drücke ich nochmal. Bleibt 3,58%. Okay. Heatmap Green, Heatmap Blue, Monochrome, okay. Monochrome, was sagt mir Monochrome? Es ist im Grunde genommen sind wieder dieselben Orte markiert. Also es ist immer noch diese Hitzekarte, die uns jetzt persönlich jetzt nicht ganz so viel bringt, weil die Hitze interessiert uns ja jetzt hier beim Moon zumindest überhaupt nicht. Wäre vielleicht bei anderen Planeten ganz interessant. Zum Beispiel, wenn wir jetzt näher zur Sonne kommen, da haben wir zum Beispiel den Moho, glaube ich, ist es, genau. Und da wäre es natürlich da, weil der ziemlich sonnennah ist, vielleicht ganz interessant zu wissen, wo es denn kühlere Regionen gibt, dass man dort runtergehen können, dass die Instrumente vielleicht nicht überhitzen. So könnte ich mir das vorstellen mit der Hitzekarte. Aber ansonsten ist das jetzt, ja, zumindest beim Moon nicht interessant. So, und ich weiß aber noch nicht, wie das hier mit diesem Ore Average ist. Wir lassen mal die Zeit noch ein bisschen hervorspulen. Okay, jetzt haben wir gerade zweimal das Biom gewechselt, wieder 3,58%. Okay, lassen die Zeit noch mal ein bisschen vorspulen, dann kommen wir jetzt über den Krater gleich. Moment, so, Highland Krater ist okay. Hat sich jetzt die Zahl wieder verändert? Und hier überhitzt das Gerät. Okay, wieso überhitzen wir? Wahrscheinlich noch durch den Antrieb, eine Nachwirkung. Okay, es ist immer noch 3,58% Average. So, jetzt habe ich das hier mal verändert. Tuckle Overlay. Quatsch. Doch, hier wollte ich rein. Moment, aber näher ran. Und da haben wir jetzt, ja, das ein bisschen mehr noch sortiert, wo es warm und wo es kalt ist. Ja, es nützt uns allerdings jetzt nicht ganz so viel. Oder sollen das die, es ist vielleicht doch keine Hitzekarte und das sollen halt die Ressourcen sein, dass hier besonders viele Ressourcen sind, hier so gut wie gar keine. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben, dass wir uns damit mal auseinandersetzen können. Wobei wir das natürlich, denke ich, so oder so auch mal testen werden. Wir haben jetzt diesen Scanner hier im Orbit und werden den auch dementsprechend dann nutzen und mal bei den, ja, zum Beispiel hier mal eine Landung vornehmen und gucken, wie dort das Erzvorkommen ist und das Ganze natürlich dann auch mal bei einem schwarzen Punkt machen und gucken, wie da das Erzvorkommen ist, ob das irgendetwas darüber aussagt oder nicht. So, erstmal hat der Scanner im Grunde genommen seine Aufgabe soweit erfüllt. Die Frage ist, wenn ich den jetzt woanders hinschicke, hat der keine Daten mehr, oder? Also wir können die Daten nicht rückwirkend uns dann nochmal mit ansehen. Ich denke mal, die Daten werden nicht gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt nach Minmus fliegen würden, ja, gehen uns die Daten sozusagen, denke ich mal, verloren. Und ja, das könnte natürlich, ist halt ungünstig, aber gut, ich denke mal, wir werden das aber auch erstmal mit dem Mond testen, dass wir dort jetzt ja, ein Schiffchen oder eine Rakete hinschicken, die dann dort mal landen wird und versuchen wird, ein paar Erze zu extrahieren. So, dazu wechsle ich erstmal rüber in den Space Center und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? So Leute, und da sind wir im Space Center und ich hatte eine kleine Aufnahmepause und habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Wir werden jetzt als erstes ja nicht gleich den Ressourcensammler losschicken, sondern werden erstmal ja einen Tanker nach oben schicken, der unsere Weltraumstation mit Sprit versorgt, mit wichtigen Ressourcen. Aber auch viel wichtiger, er wird unsere Weltraumstation ausstatten mit einem Ressourcenkonverter. Und ja, das wird eine spannende Angelegenheit, wie wir ihn dort ranbekommen. Ihr seht, der hat große Docking-Ports. Theoretisch aktuell frei sind nur die seitlichen großen Docking-Ports, denn hinten hängt dann ja die Landekapsel dran.
Das wird eine spannende Geschichte, ob wir da an der Seite andocken können. Im Endeffekt, der soll trotzdem hinten ran, der Ressourcenkonverter, aber wir müssen ja erstmal irgendwie rankommen. Ja, das werden wir dann gleich testen. Wir gehen mal auf Launch. Theoretisch die ja, Startstufe, mit der wir jetzt das ganze Zeug nach oben bringen, ist eigentlich genau dieselbe wie von der mobilen Weltraumstation, die wir dort hatten. Und ja. Also von daher, ich werde euch den Start auch in einer schnellen Zeitbeschleunigung, ja, mit reinschneiden. So, da sehen wir uns im Idealfall gleich wieder in der Nähe der Weltraumstation. Bis gleich, ne? So, und da sind wir auch schon in der Nähe der Station und wir wechseln mal kurz auch rüber. Und ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, das ist vielleicht doch nicht so kompliziert, wie wir uns das vorstellen. Wir können nämlich ja, das Ding einfach mal ganz kurz abdocken an Dock und dann können wir mal kurz ein bisschen wegbeschleunigen, indem wir jetzt vollen Schub nach vorne gehen. Wir schließen mal hier die Luke. Und jetzt müssten wir doch theoretisch mit RCS, ja, nach vorne beschleunigen können, dass wir erstmal ein bisschen wegkommen von dem Teil. Dann können wir uns nämlich andersrum ausrichten. Und wir könnten ja theoretisch auch hiermit probieren zu landen, indem wir jetzt hier sagen, okay, Control from here. Und dann Set as Target. So. Und dann müssten wir theoretisch hier andocken können. Ich bin mal gespannt, ob er das schafft, ob er das macht jetzt. Das ist nämlich jetzt schon der vierte Versuch. Die ersten Versuche hier an der Seite anzudocken, sind fehlgeschlagen einfach. Das ist zu eng. Das ist eine hautenge Geschichte dort. Und ja, jetzt bin ich aber gerade auf die Idee gekommen, wir können ja, wir haben hier noch ein bisschen Monopropellant drin in der Station, in der Spirit, dass wir jetzt einfach, ja, mit der Station, mit dem Hintern gleich hier andocken können, dass wir das kurz lösen, dort stehen lassen und dann später wieder gleich einfangen. So, jetzt ist das mal natürlich trotzdem die Frage, ob wir da ohne Probleme jetzt rankommen. Aber ich denke mal, das sollte jetzt vielleicht kein Problem sein. Ja, und dann heißt es natürlich erstmal den Treibstoff hier transferieren. Und dann, wenn wir das geschafft haben, müssen wir hier noch einen kleinen Rest Treibstofftropfen hier drin lassen, dass wir uns zum einen natürlich hiermit wieder lösen können und zum anderen, dass wir das Teil ja gen Kerbin schicken können, einfach zum Abstürzen bringen lassen können. Oder, obwohl, wir können es auch einfach dann löschen, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich finde das mit dem Abstürzen realistischer. Und ja. Dann müssen wir natürlich hier unseren Länder wieder einfangen. Das wäre dann noch der nächste Schritt. Und ja, dann haben wir hier wirklich Manöver ohne Ende gemacht im Weltraum und in der Hoffnung, dass wir dann auch dementsprechend zum einen halt ja unsere Station ein bisschen erweitert haben durch ein sinnvolles Future, durch den Ressourcenkonverter und natürlich, dass wir auch zeitgleich schon mal wieder ein bisschen Treibstoff aufgefüllt haben. Es wird nicht ganz reichen, um alle Tanks aufzufüllen, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Hier passen, glaube ich, das sind diese äußeren sind insgesamt 8 Tanks,
von denen hier. So im Groben und Ganzen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tanks. Und davon sind zwei eigentlich schon leer. Und ja, deswegen. Aber es wird auf jeden Fall reichen, ein bisschen Treibstoff hier einzufüllen, dass wir ja erstmal wieder manövrierbar sind, dass wir uns zum Beispiel damit auch Richtung Moon bewegen können und dort dann über den Ressourcensammler auch noch weiter auftanken können. Das wäre so der Plan, den ich gerade verfolge. Wobei ich noch nicht generell weiß, ob es jetzt diese Weltraumstation wirklich bis nach Jol schafft oder nicht. Ich überlege auch schon, ob und wie man sie noch erweitern könnte, ohne dass dabei die Stabilität vollends verloren geht. Das wird eine spannende Geschichte werden. Ja, lassen wir uns überraschen, was mir dazu einfällt. Ich tendiere ja eigentlich dazu, hintenrum noch was ranzusetzen mit ja, zum einen noch Treibstoffreserven und noch zusätzlichen Antrieben, dass die Station etwas effektiver arbeiten kann. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier ganz geschmeidig andocken können. Er geht erstmal gut ran hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir beobachten das mal aus der Nähe. Er schwankt ganz schön, habe ich das Gefühl. Lass bloß das Triebwerk ganz. Ja, rückwärts einparken ist wahrscheinlich für die Station auch nicht gerade die leichteste. Oh, Alter, lass das Triebwerk ganz. Auch nicht gerade die leichteste oder das leichteste Manöver. Ich glaube, wir hätten mit dem Teil andocken sollen. Ei, das sieht sehr eng aus. Jetzt schrammen wir schon. Okay. Ja, der Autopilot ist noch aktiviert. Und jetzt hat er sich ausgeschalten. Okay. Jetzt hat dafür der Autopilot dieses Teils irgendwie angeschlagen. Oder auf jeden Fall machen hier die RCS-Triebwerke irgendetwas Wildes. Control from here. Und dann hier Set as Target. Und dann machen wir mal mit dir das Undock-Manöver. Vielleicht schaffst du das ein bisschen geschmeidiger. Jawohl, das sah doch, ging doch jetzt ganz flott. Wunderbar. So, da haben wir angedockt und wie gesagt, jetzt können wir erstmal Treibstoff transferieren. Das schwankt hier noch ein bisschen, oder? Okay, aber es ist eine Verbindung erstmal da. Also wir schwanken generell noch ein bisschen hin und her. Aber die Verbindung ist erstmal da soweit. Das ist in Ordnung. So, jetzt bitte, Moment. Machen wir erstmal außen die Tanks voll, oder? Die zwei bitte. Und hier. Machen wir erstmal in. Und na, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, oder? Obwohl doch, das geht relativ schnell. Wir füllen erstmal die eine Seite auf. So. Und dann bitte hier schon mal weitermachen und na, okay, das war keine gute Idee. So, stopp, ihr auch in. Naja, okay, dann machen wir es halt so. Bitte in. Jawohl, hier auch, haben wir voll. Dann hier bitte, ich glaube, der ist eh leer, oder? Der hier? Ja, der ist leer. Dann hier bitte und jetzt wird es hier gerade Nacht. Na super, dann gehen die Lichter hier aus. Okay, schade. So, aber wir machen jetzt den Tank natürlich auch noch voll und jawohl, da hätten wir den auch. Wunderbar. Dann wärst du als nächstes dran. Das machen wir auch gleich. So, und hier auch noch. Und ich glaube, der Treibstoff reicht doch. Doch, hier ist mehr Treibstoff drin als hier. Also hier passt mehr Treibstoff rein. Okay, das ist gut zu wissen. Also haben wir vielleicht doch ein bisschen sogar noch mehr aufgefüllt. Oder kriegen wir es doch noch ein bisschen mehr aufgefüllt. So, hier haben wir das soweit leer. Genau, okay. Und hier ist noch was drin. Ist hier auch noch was drin? Ja. Okay, die drei sind noch voll. Und hier kommt ihr bitte rein. So. Dann hier noch bitte dasselbe natürlich. So. Und dann machen wir hier die äußeren Tanks gleich auch noch voll. Und dann sind eigentlich nur noch die mittleren zu befüllen. So, aber so haben wir erstmal das Gleichgewicht gesichert. Wenn wir jetzt hier erstmal außen befüllen und ja, wenn in der Mitte ein bisschen was fehlt, dann ist das halb so schlimm. Außen muss es jetzt erstmal voll sein, soweit. Okay, sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, der Treibstoff reicht auch noch für einen Großteil, ja, der mittleren Tanks. So, jetzt hier bitte noch. Und so, in und in.
Und dann haben wir es eigentlich gleich schon geschafft. Dann haben wir hier wirklich schon gute Arbeit geleistet, dass der Ressourcenkonverter hier mit dran ist jetzt und ja, auch die Tanks wieder ein bisschen gefüllt sind. So, hier bitte auch noch in und in. So, jetzt sind nur noch die mittleren Tanks sozusagen zu befüllen und ich glaube, das sieht treibstoffmäßig sehr gut aus. Also wir werden sie nicht ganz voll bekommen, denke ich, aber so fast voll auf jeden Fall. Also, so, jetzt haben wir die hier nämlich auch alle leer. Okay, das sieht wunderbar aus. Und hier müsste aber, der müsste noch komplett voll sein, genau. Und den transferieren wir jetzt auch noch hier rein. So. Und hier machen wir auch noch ein Stückchen rein. Moment. Passt. Ja, da bleibt sogar hier noch ein kleiner Tropfen übrig, genau wie es geplant war. Wunderbar. So. Und da haben wir doch unsere Stationen schon ja fast komplett befüllt. Das ist doch, ja, das lief doch wie geschmiert gerade. So, und diesen kleinen Treibstoffpfützelchen, den behalten wir, um abzudocken und um die Rakete Richtung Körbin zu schicken. So, haben wir denn jetzt hier soweit alles erledigt? Ich glaube ja. Das heißt, wir können jetzt oder müssen jetzt hier an der Stelle abdocken. Decouple, Note. Obwohl, wartet mal, wir haben doch hier noch so viel Monopropellant drin, den können wir auch noch nachfüllen. Machen wir hier bitte auf und so, dann machen wir hier nochmal eine große Portion mit rein. Die Stufe braucht eigentlich sowieso kein Monopropellant mehr, weil denn wir können uns ja mit der Spirit lösen von der Stufe. So, dann gehen wir mal auf Decouple Note. Jawohl. Dann beschleunigen wir mal die Spirit kurz ein bisschen nach vorne weg. So, nein, nach vorne. Andere Richtung. Okay. Hätten wir. Und dann müssen wir eigentlich ja hier schon rüber switchen. Nicht zu dir, sondern zu dir. Du richtest dich bitte aus auf die Gegengerade, wenn du das möchtest. Und dann werden wir dich nämlich gleich beschleunigen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Er hat kaum noch, ja. Ja, ist halt ein Riesenteil und hat halt kein RCS mehr. Das heißt, er wird eine Weile brauchen, bis er sich ausgerichtet hat. Wir kommen ganz schön weit weg vom Länder. Das gefällt mir gerade nicht so, denn wir wollen den ja eigentlich wieder einfangen. Ich guck mal, ob wir das nebenbei noch mitmachen können. Control von hier. Und wo ist der Länder? Da. 400 Meter schon weit entfernt. Okay. So, und hier können wir nicht mehr als Target setzen. Ist zu weit weg. Oh, das ist nicht gut. Der richtet sich in der Zwischenzeit schon aus. Das ist ganz gut. Wir müssen jetzt nochmal ein Rendezvous-Autopilot machen. Und den Länder hier nochmal aktivieren irgendwie. Moment. Wo haben wir ihn? Ja, das ist alles so nah beieinander jetzt hier. Das ist der Länder, genau. Set as Target. Und dann Warning, Target is not a docking port. Ja, ist schon klar. Dann können wir hier Engage Autopilot machen. Was macht er denn dann? Mal schauen. Ich hoffe, die kommen sich jetzt hier nicht in die Quere. Wir können ja mal kurz rüber wechseln in der Zwischenzeit. Bist du jetzt inzwischen ausgerichtet? Nein, immer noch nicht. Können wir dich trotzdem mal ganz kurz wegbeschleunigen? So, dass du nicht mehr am Weg bist. Dann gehen wir hier rüber. Der macht in der Zwischenzeit auch weiter. Das ist cool, das wusste ich noch gar nicht. Aber er macht gerade irgendwie Scheiße. Oder? Nee, er war, glaube ich, richtig. Wobei er, glaube ich, von hier aus kontrolliert werden muss. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Der war von der falschen Seite aus kontrolliert. So. Jetzt hat er nämlich wegbeschleunigt vom Länder. Das ist natürlich ganz großes Kino. Das müssen wir jetzt wieder zurückbeschleunigen. Ja, aber dann haben wir den auch gleich wieder eingefangen. Und das andere Ding lassen wir dann, wie gesagt, Richtung Körbin verschwinden. Und wir machen jetzt noch schnell das Docking-Manöver. Das spule ich, oder ja, das zeige ich euch, glaube ich, in der Zeitbeschleunigung. Das müsst ihr jetzt, glaube ich, nicht live miterleben. Das seht ihr ja, wie gesagt, dann trotzdem. So, also dann würde ich mich schon mal verabschieden für heute, denn ich glaube, die Folge wird danach auch zu Ende sein und wünsche euch natürlich noch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kerbal Space Program. Ciao, ciao.